Der Cup-Final ist zurück. Nach einem Jahr Pause will jetzt nicht nur einfach gut aussehen und er sieht sein Team in Führung gehen. Boah, was war das frech! Das 1:0 durch Malin Brolund. Die Schwedin, die erfahrene Schwedin. Boah, ganz gefährlich und da ist das 1:1. Die schnelle Reaktion der Zürcherinnen auf den Verlusttreffer. Das ist Nina Metzger, die hier zum 1:1 trifft. Und Wieland mit dem nächsten tollen Pass. Und wieder ist es Nina Metzger. Wir haben von der ersten Linie gesprochen. Und die erste Linie, das war die Hochkarätige im letzten Superfinal. Bertini, wieder Kemperleben, da etwas Platz hat, sofort abschließt. Und dann der Konter. Das sieht vielversprechend aus. Wout wird top abgeschlossen. Lea Hannemann. Ein Top-Konter von Lukas Schips. Top-Linie in Sachen Konter. Solche Tore sehen wir gern, denn sie vereinen Dynamik und Technik in perfekter Weise. Top-Tor von der Hannemann. Und da ist das Tor zum 3:2. Spiel gedreht, innerhalb weniger Sekunden. Wenn Sie nicht wissen, warum Unihockey ein dermaßen attraktiver Sport ist, Sie kommen gerade rechtzeitig, um das zu erleben. Wir haben es angesprochen, nicht über eine gute Offensivleistung, aber da machen sie wieder Fehler in der Defensive, die Bernerinnen. Und die Jets kommen zurück, 3:3, ein geschenktes Tor. Damit die beiden Flügelspielerinnen von der Jets ein bisschen. Oh, schön. Schönen Volley-Abschluss da von Tommy. Sehr gut nach hinten gearbeitet. Dann aber Kipp! Oh, Lara Kipp mit einer Energieleistung. Die Aufgaben neu verteilt und jetzt die Möglichkeit. Und die ganz junge trifft. Auch das eine tolle Geschichte. Romja Niederberger, erst 17 Jahre jung, die jüngste. Schießt die Jets in Führung. Zico mit dem Abschluss. Der wird tatsächlich abgewehrt und dann kommt der Ball nicht aufs Tor. Noch 5 Sekunden. Und die letzte Chance ist vorbei. Die Jets sind Cupsieger 2022. Die Zürcherinnen holen sich den Titel. Diskutieren kann. Die Jets sind auch in diesem Jahr. Die Cupsieger zum 10. Mal feiern sie. Lange war der Cup-Final das einzige ganz große Spiel in der Saison. Deshalb hat er eine Riesenbedeutung im Unihockey.